Ähnlich wie das G36 ist die AUG oder beziehungsweise AUG, ich werde wahrscheinlich schon die ersten Leute damit getriggert haben, eine der gehyptesten Waffen in der deutschsprachigen Escape from Tarkov Community. Und das hat auch so seinen Grund, denn die AUG mit ihrem Bullpup-System ist eigentlich dafür bekannt, dass sie gefühlt keinen Recoil hat. Nur in Escape from Tarkov haben sie das vielleicht nicht ganz so hingekriegt, denn die Waffe kickt sehr hart nach links und rechts. Das Ganze gucken wir uns jetzt genauer an und zwar hier einmal im Play-by-Play-Format. Dem Format, wo ich euch einmal 1:1 mit in die Runde reinnehme und versuche euch zu erklären, was ich tatsächlich im Raid höre, wie ich bestimmte Informationen weiterverarbeite und wie ich diese dann in einem PvP-Szenario runterspiele. Für die Leute, die neu hier sind, ich bin der Nick, Leute, Twisted, schön, dass ihr am Start seid. Und wenn euch das Video gefallen sollte, lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und sagt mir auch gerne in den Kommentaren, was ich als nächstes als Waffe spielen sollte und vor allen Dingen auch welche Map. So, dann schauen wir uns das Ganze hier mal an und zwar, ich habe es selber persönlich noch nicht getestet, aber wir haben hier einmal auf der linken Seite die Best-in-Slot-Full-Recoil-Variante, zumindest meines Erachtens nach. Ich bin jetzt Level 40. Ich habe noch nicht alle Gunsmith-Quests abgeschlossen. Das heißt, es könnte sein, dass da noch vielleicht ein paar Attachments dazukommen. Aber ansonsten wäre hier der normale Meta-Full-Recoil-Build hier auf der linken Seite. Das wäre dieser hier. Und wir haben noch einen etwas anderen Build hier auf der rechten Seite. Und zwar der mit diesen AUG-spezifischen Attachments arbeitet. Ihr seht, Problematik ist halt eigentlich generell horizontaler Recoil bei dieser Waffe. 50 Recoil ist eigentlich komplett in Ordnung bei einer Fire Rate von 715 RPM. Aber der horizontale Recoil ist halt ein bisschen komisch. Der einzige Grund, warum ich den rechten Bild noch am Start habe, ist, weil ich jetzt gleich mit euch gemeinsam hier einen Test machen möchte. Denn es gibt nämlich einen Stat in Escape from Tarkov, der hier nicht angezeigt wird. Und das ist der sogenannte Weapon Balance Stat. Und ja, dieser ist einfach dazu da, um halt die Waffenbalance zu veranschaulichen. Dadurch passiert es unter anderem auch, dass zum Beispiel eine DTM DR 5,6er Kaliber und eine AK-101, die eigentlich sehr, sehr ähnliche Werte haben und auch sauähnliche, auch genau die gleiche Feuerraten haben, trotzdem noch sehr unterschiedlich performen können. Nämlich, das macht dann unter anderem auch die AK-101 zur besten 5,6er Waffe im Recoil-Aspekt. Das ist ein Set, den wir nicht auslesen können, aber das kann man halt sehen und deswegen testen wir das gleich jetzt einfach mal. Bei dem Bild handelt es sich hier einmal, die Waffe selber kostet aktuell 70.000 Rubel circa auf dem Flea Market. Und der Build selber kostet auch nochmal 120k circa obendrauf. Kommt natürlich immer darauf an, was für ein Range Scope man spielt, beziehungsweise was für ein Scope. Ja, aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass das SR2 irgendwie echt ganz cool aussieht auf dem Bild. Deswegen nehmen wir das mit und natürlich Taschenlampe auch noch mit dabei. Ansonsten eigentlich nicht großartig viel zu sagen. Wir spielen die 42er Magazine, weil 42er Magazine natürlich am besten sind für die meisten, für die meiste Munition und immer noch gute Ergo-Werte. Und ansonsten Standardbild eigentlich für mich aktuell für diesen Wipe. Lass uns direkt mal in Factory reinspringen und gucken wir mal, wie der Recoil sich so anfühlt. Dann fangen wir hier erstmal mit der AUG-Attachment-Variante an. Und ich sehe hier tatsächlich auch schon, man merkt es direkt irgendwie, die Waffe ist halt deutlich kürzer, ne? Das heißt also, gerade für Close-Quarter-Battle hätte dieser Bild hier tatsächlich einen Vorteil. Aber ob das jetzt so relevant ist, schauen wir uns mal im Recoil an. Was zur Hölle? Okay, also dass die nach links und rechts ausschlägt, wusste ich, aber das? Hoppala. Okay, genau das gleiche Spiel, jetzt mit der Full-Recoil-Variante. Okay, ja, ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, obwohl der erste Bild sehr hart nach oben rechts zuerst ausgebrochen ist, habe ich das Gefühl, dass die Shots, die danach folgten, irgendwie näher aneinander waren. Ich würde mal eben kurz nochmal mit dem Bild hier nochmal schießen, einfach um mit dem AUG-Attachment-Bild nochmal schießen, dann schauen wir mal. Nee. Nee, das ist nicht näher aneinander, überhaupt nicht. Okay, schade, das ist jetzt weg, aber... Boah, ich glaube, wir gehen da erstmal auf den Full Recoil Build. Wir spielen den Full Recoil Build für diese Variante fürs Play-by-Play. Und dann schauen wir mal, wie uns das Ding hier welche Dienste uns das Ganze erleisten wird. Aber so oder so, egal was, der horizontale Recoil ist einfach unkontrollierbar. Also das ist ja wirklich jede dritte bzw. maximal vierte Kugel und das Ding fliegt ja nach links und rechts komplett weg. Also es ist. Boah. Ich glaube, da würde ich lieber eine M4 ohne Attachment spielen, schon fast, ey. Eieieiei. Weil nach oben kann man halt ohne Probleme kontrollieren, ne? Wenn der Kick nach oben kommt, dann kann man einfach runterziehen, dann passt das Ganze. Aber links und rechts, dadurch, dass es halt keinen richtigen Spray-Pattern in Tarkov gibt, den man lernen und studieren könnte. Wir springen einfach in die Runde, Mann. Alright, für die heutige Folge sind wir auf Shoreline unterwegs und das hat auch seinen Grund, denn ich brauche dringend noch ein Ledex, um halt Private Clinic abzuschließen, denn ich habe immer noch kein Found Raid Ledex und wir können das Ganze auch nicht mehr in der Medstation craften,
Das heißt, wir sind jetzt wirklich auch daran gezwungen, wirklich so einen Ledex Found and Raid zu bekommen. Und ich glaube, ich habe hier sogar noch eine Quest, aber ich weiß noch nicht genau, welche. Deswegen mal schauen. Ich warte jetzt hier kurz eine Sekunde, nachdem ich den SZ6 gezogen habe. Guck, dass meine Ausdauer wirklich komplett voll ist. Und ziehe dann meinen ersten Sprint im Raid wirklich komplett durch. Dient halt dazu, dass ich halt wirklich einfach komplett alle Skillpunkte bekomme, die ich halt bekommen kann. Denn der erste Sprint reduziert halt noch nicht den Gesamt... Also wird noch nicht reduziert durch das System Diminishing Returns. Funktioniert es nämlich so, dass wenn man irgendwie einen Skill gepusht hat, dass dieser also gelevelt hat, dass dieser dann langsamer levelt, so wie man die nächsten XP-Punkte dazu bekommt. Das heißt, jetzt wird das Ganze noch nicht getriggert. Wir ziehen also einen Sprint komplett durch und bekommen dann das Maximum an Skillpunkte direkt daraus. Wir haben rechts von uns auf jeden Fall direkt einen Spawn und links von uns auch. Deswegen habe ich mir mittlerweile angewöhnt, dass ich hier links ein bisschen anders lang renne. Man könnte hier jetzt direkt geradeaus durchziehen und den Hügel hoch. Aber ich habe mir mittlerweile angewöhnt, dass ich hier wirklich diese Steinkette entlang spiele. Weil man hier auch wirklich sehr gerne von diesem anderen Spawn gepusht wird. Und so hat man hier nochmal ein bisschen Hardcover, kann möglicherweise den Fight resetten. Und es ist deutlich, deutlich angenehmer, dann wirklich noch eine neue Position zu organisieren. Und vielleicht ist man sogar selber auch die Person, die zuerst die ersten paar Shots bekommt, weil man es kann hin und wieder auch passieren, dass die Leute dann hier wirklich genau hier gerade rüberrennen über den Grünstreifen, beziehungsweise ja, in dem Bereich, über das komplett offene Feld da vorne. Aber das ist nicht der Fall. Heißt, wir ziehen weiter durch. Ich glaube, ich brauche Sanitar ebenfalls auch auf der Map. Ich glaube, ich brauche ebenfalls auch noch Sanitar hier. Mal schauen. Mal gucken, ob ich jetzt überhaupt irgendwas höre gleich. Ne? Das ist jetzt sowieso die nächste Geschichte. Vielleicht höre ich gleich auch einfach gar nichts im Resort. Beziehungsweise, naja, zu viel beim aktuellen Audiosystem. Sagt mir gerne mal in den Kommentaren Bescheid, wie findet ihr aktuell das Audiosystem? Ich bin tatsächlich immer wirklich ein bisschen überrascht, dass es einige Leute gibt, die sagen, dass die neue Audio besser ist als die alte. Ich verstehe halt nicht wie, weil... Die unterschiedlichen Audio-Layer, also oben und unten, kann man nicht mehr voneinander unterscheiden. Und vorne und hinten ist halt genau die gleiche Audio, die da abgespielt wird. Und man kann halt einfach nur anhand von Map-Kenntnis erfahren, ob einer vor einem steppt oder hinter einem. Oder ob das Geräusch halt wirklich von vor einem oder hinter einem kommt. Ganz, ganz, ganz komische Audio. Eine sehr komische Erfahrung, die ich bis jetzt auf jeden Fall in diesem Vibe gemacht habe. Ich habe einfach das Gefühl, dass die alte Audio konstant scheiße war. Und diese ist halt einfach so random scheiße. Und mit dem Konstanten konnte man halt irgendwie ein bisschen besser arbeiten. Der Jump hier zur Seite diente einfach nur dazu, dass ich halt einfach mal kurz reingucken kann. Und möglicherweise auch schon einen Schuss abgeben kann. Das meinte ich damit. Mit man kann keine oben und unten voneinander auseinandersetzen. Der Typ ist direkt über mir. Das hört sich, wenn ich ihn in diese Richtung angucke, als wäre er genau vor mir. Die Holzsteps kommen praktisch gerade von vor mir. So, wenn ich jetzt... Ja, jetzt werden sie links hinter mir jetzt natürlich. Weil er... Er ist auf der rechten Seite. 220, 219. Oder ist er oben? Noch eins weiter über mir? Ganz schwierige Kiste. Wir crossen einmal ganz kurz. Jetzt habe ich hier ein paar mehr Rotationsmöglichkeiten, wenn ich die Tür hier öffne. Aber er bewegt sich nicht mehr. Gut, er gibt mir halt keinen Audio-Input mehr. Gibt mir keine Informationen. Die Möglichkeit, dass er 216 ist, ist halt definitiv da. Unlock. Breach. 216 ist er. Sehr wahrscheinlich. Ne, er ist rechts von mir. Ich habe rechts von mir auf dem Ohr was gehabt. Das ist hinter mir. Man kann halt nur noch anhand von links und rechts erkennen, ob irgendetwas vor oder hinter einem ist. Das ist total bescheuert an. Aber wenn man aus einer Richtung Audio hört oder glaubt, Audio zu hören, dann immer nochmal versuchen, so zu drehen, dass man links und rechts Audio bekommt. Oh, da sind gerade sehr viele Leute reingekommen. Wir resetten komplett zurück.
könnte über mir sein. Ich hab nichts, um einen Bruch zu heilen, abgesehen von dem Survival. Für das Ganze ist jetzt ein bisschen lang. Wir probieren's. Während ich mich heile, kann ich Naja, hab nichts gehört. Während ich mich heile, kann ich noch einmal kurz reloaden mit Rechtsklick installen. Hab da also direkt nochmal instant 20. Das hat nochmal direkt eine Animation mir gespart. Ein Spieler droppt, aber das war nicht der, der bei mir im Wing war. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Aber er hat auch was gekillt. Es sah so aus, als ob der. Der hat einen Skeff da gekillt. Nee. Hier ist nix. Kurz Medic. Ein Tasche in der Aufnahme, dass wir vielleicht einen Splint bekommen oder einen Ledex. Nee, okay, schade. Ledex, Splint, praktisch genau das gleiche von der Seltenheitsstufe. Geh mal kurz hoch. Keine Ahnung. Könnte ganz oben ein Quester gewesen sein. Das kann sogar ein Quester ganz, ganz oben gewesen sein, den wir ganz am Anfang gehört haben. Okay, dann wird er, dadurch, dass ich keine Info mehr von ihm bekommen habe, entweder noch oben auf dem Dach sein. Oder... Ne, das war ein Shot in Richtung E-Werk. Oder ich habe da hinten was gehört, eins von beiden. Oder ich habe am Ende des Gangs noch was gehört. Oder er wird halt Metall runter sein. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig tatsächlich. Ich mache mir nochmal eben kurz ein weiteres Mac voll. Und dann geht's weiter. Und dann pushen wir mal in Richtung 301. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da halt irgendjemand noch hinrotiert sein könnte. Oder der Spieler, den wir ganz am Anfang gehört haben, dass das vielleicht jetzt auch jemand ist, der in Richtung 301 gerannt ist. Oder vielleicht doch der Dude ist, den ich da gerade gekillt habe. Ich glaube, man kann mittlerweile anhand von Shoreline ganz gut erkennen, dass die Audio einfach nur maximal verwirrend ist und ich glaube, sehr viele von uns einfach nur gnadenlos verwirrt sind, was das Ganze abgeht. Also es ist halt einfach... Ich persönlich empfinde es als Zumutung. Ich glaube, anders kann man das Ganze hier nicht formulieren, was diese Audio angeht. Aber gut. Schauen wir mal ganz kurz, ob hier noch irgendwo was ist. Springen kurz in den Keller für die Red. Schade. Und wir haben gerade noch Shots Richtung Villa, beziehungsweise möglicherweise auch E-Werk gehört. Die Wahrscheinlichkeit, dass immer noch ein Spieler hier bei uns im Wing ist, ist definitiv gegeben. Und East Wing wird 100% was sein. Nichts zu sehen. Okay. Meine Taschenlampe an. Ich möchte jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich erwarte halt hier noch einen Spieler. Deswegen werfen wir eine Granate, die ich... Okay. Die ich nicht mehr habe. Aber jetzt haben wir noch einen Spieler Richtung Admin. Hinter Admin? Not sure. Auf jeden Fall 301 kurz machen. Auch gefährlich, dass ich die Räume nicht gecheckt habe. Weil ich wusste, dass hier ein Spieler ist. Das ist eigentlich sehr, 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 sehr kreativ. Sledgehammer, ja komm, nehmen wir mit. Das ist, glaube ich, 100.000 auf dem Flea aktuell. Adrenalin. Yep. Yep. Nehmen wir alles mit. Wir looten jetzt nur die offenen Sachen, nicht die geschlossenen. Damit wir hier keine Zeit verlieren. Und rennen direkt weiter. Ich möchte mir nochmal eben ganz kurz einen Golden Star reinziehen. Ich vertraue der Situation hier immer noch nicht. Und ich bekomme ja auch keine Audio, die für mich relevant ist. Dass ich irgendwie sagen könnte, yo, das wird der und der Spieler gewesen sein. I don't know. Als nächsten Push gehen wir jetzt erstmal in Admin rein. Das ist erstmal das Wichtigste für uns. Aha, Spieler ist im East Wing. Okay, verstanden. Wenn das Glas da hinten eingeschossen ist, dann wissen wir, dass da auf jeden Fall zu 100% ein Spieler drin ist. Das kann nur ein Spieler einschießen. Was mich jetzt noch ein bisschen beunruhigter macht, weil... Ich meine, diesen Shot nicht wahrgenommen zu haben.
Also ich habe ihn zumindest nicht verarbeitet. Aber, na gut. Das dürfte wieder West Wing gewesen sein. Okay. Ja, okay. Kurz Ausdauer regenerieren. Dann schauen wir weiter. Ich habe 2 Blutungen. Perforatora sofort rein. Gestoppt, dass ich weitere Blutungen bekommen kann. Und stoppt alle Blutungen. Also ein besserer Zagustin, weil der heilt mich nebenbei auch noch direkt. Ich höre währenddessen absolut gar nichts. Deswegen tacke ich mir direkt den Arm wieder dran. Ist riskant, was ich gerade mache. Aber nehmen wir mit. Da kommt der Teammate sehr wahrscheinlich. Ist aber in Ordnung, weil wir sind wieder bereit für den nächsten Fight. Und haben beide Arme wieder. Ich weiß halt nicht, auf welcher Ebene er jetzt ist. Was ist das da oben? Ist das ein Pixel, dass da irgendwas... Oh mein Gott! Hau rein, mein Bester. Oben? Zweierteam. Können wir von der anderen Seite aus besser spielen? Das machen wir auch. Wie viel habe ich noch in meinem Magazin? Nicht mehr allzu viel. Wir haben immer noch ein Zweierteam unter uns. Müssen wir aufpassen. Unsere Armor ist komplett ripped. Der Kollege, den wir gerade gekillt haben, hat nur Headshots gefressen. Wird also sehr wahrscheinlich eine gute Armor haben für uns. Den holen wir uns. Ja. Besser als meine, nehmen wir mit. Okay. Kurz ein Magazin noch nachstecken. OP, SKS können wir zum Notfall auf jeden Fall auch mitnehmen. Sehr schön, das ist in Ordnung, dass die jetzt gerade unten Radau machen. Wo ist Nummer 2? Ist er weggerannt? Wo ist Nummer 2? Ich habe nur noch eine Energy von 5. Wir brauchen dringend was zu essen. Food Spawns im West Wing, wofür ich einen Schlüssel habe. East Wing. Ja, West Wing kenne ich, aber East Wing? Könnte eng werden. Ansonsten mit Golden Star weiter durchboxen. Und die Leiche tatsächlich, wo ich gerade den Spieler da vorne gekillt habe. Das ist eine Option. Das ist der Nachteil von Perforatora, leider Gottes, weil Perforatora zieht extrem viel Energy ab. Es fehlt immer noch ein Spieler. Aber ich meine, ihn auch wegrennen gehört zu haben, in die Richtung da hinten. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Ich stecke mir auf jeden Fall ganz kurz noch ein Magazin nach. Wir haben immer noch 3 Energy. Unangenehm.
Pillbox. Ist hier was zu essen drin? Das wäre super. Aber unwahrscheinlich jetzt noch Essen tatsächlich zu ver... Okay. Hab nichts gesagt. Ich halt einfach meinen Mund an der Stelle. Auch gut. Okay, sind bei 15 Energy. Not bad. Slickers. Perfekt. Ein schicke Buch. We take those. Slickers. Hallo. Plus 30 Energy. Wir sind set für die Runde wieder. Perfekt, Mann. Absolut perfekt. Ich droppe mal einfach raus. Und ja, wir könnten jetzt an sich noch looten, aber wir sind immer noch, ich bin mir immer noch unsicher, wo der Spieler ist. Das, da haben wir leider Gottes immer noch ein Problem. Wir haben immer noch ein Problem, wo der Spieler ist. Ist dieser Laser von... Der dürfte von einem von uns sein, ne? Ja. Okay. Das ist der SR2-Spieler, den ersten, den wir gekillt haben. Das ist in Ordnung. Tauschen wir hier auf jeden Fall das AFAK gegen das IFAK aus. Liegt nämlich daran, dass das AFAK mehr heilt pro Nutzen. Das heißt, damit haben wir auf jeden Fall ein deutlich besseres Heil-Item dabei. Das heißt, wir könnten uns deutlich besser hochheilen. Sehr schön. Die OP-SKS tauschen wir an der Stelle auch mal eben kurz aus, weil die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann nehme ich lieber die SR2 von dem Kollegen hier, weil die SR2 einfach broken ist und keinen Recoil hat. Sehr schön. Ich frage mich immer noch, wo der Kollege hier ist. Er macht keinen Step mehr und er scheißt darauf, dass ich seinen Teammate loote. Warum? Heiliger. Okay. Juice. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Will ich lieber die M4 spielen als die SR2 als Secondary? Ich würde schon fast zu Ja tendieren. Das machen wir auch jetzt erstmal. Das wird mitgenommen. Du hast noch Full Ammo. Wunderbar. Dich kann ich entstacken. Bekomme ich nochmal ein bisschen mehr 856-1 zurück. Das finde ich angenehm. Ansonsten brauchen wir hiervon erstmal nichts, weil der Rest würde einfach nur jetzt sau viel Gewicht hinzufügen. Und das bringt mir dann für die PvP-Runde jetzt gleich gar nichts mehr. Die 5-7 packe ich jetzt auch erstmal in den Rucksack. Hat den Vorteil, dass ich dadurch dann deutlich mehr Gewicht verliere. Wenn ich jetzt meinen Rucksack direkt droppen sollte. Und ich bin dafür direkt deutlich besser ready to go für den nächsten Fight, wenn ich gleich den nächsten Audio-Input bekomme. Vom Gegner. Die Frage ist jetzt nur... Wo ist er hin? Wir haben die Option... Könnten... Bushaltestelle, okay. Bushaltestelle schon wieder Shots. Okay. Okay. Bushaltestelle könnte der Spieler sein, den wir gerade vermissen. Breach, okay, schade, 2-6 wurde schon gelootet, heißt kein Ledex mehr für uns. Unlucky, liegt hier noch vielleicht eins drin? Das wird gerne mal verübersehen, der Raum hier. Red Keycard vielleicht übersehen, kann man auch noch... Ich meine gerade da hinten was gehört zu haben, aber... Thema vorne hinten wieder, ne? Jetzt wird's wieder schwierig für mich, weil... War jetzt hier... Was oder nicht? 328 könnte jemand möglicherweise sein, ist ein Questraum. Könnte jemand auf jeden Fall sich hinorientiert haben. Aber dann müsste das auf jeden Fall ein High-End-Spieler sein. Ne, nichts zu sehen. Nope. Nope. Okay, wir gehen aufs Dach in der Hoffnung, dass wir da vielleicht irgendwie Informationen bekommen zu Boy Nummer 2, der gerade eben weggerannt ist und seinen Teammate einfach gnadenlos im Stich gelassen hat. Und ihn verkauft hat. Bester Roommate. Es gibt mit absoluter Sicherheit eine Nachbesprechung im Discord. Aber ja. 3.13. Oder 2? Rucksack Drop.
wir die noch? Seit wann kann ich so gut Granaten werfen? What? Da kann halt jede Sekunde jemand rausrennen. Voll Auto gucken, M4. Ebenfalls Voll Auto, perfekt. Gut, der Gegner ist ein 2Z, alles klar, verstanden. Was hat er denn die ganze Zeit gemacht? Wir gehen über die 1. Die 1 ist, glaube ich, am angenehmsten für mich. Um zu retaken. Keine Info, check. Genau das gleiche. Keine Info. And another one. Keine Info. So, hier in der 1 haben wir halt deutlich mehr Cover, allein schon wegen diesen Räumen hier. Beziehungsweise nicht Räumen, aber wegen den Wänden. Und wegen dem Ding natürlich hier straight in der Mitte. Wodurch man zwar durchschießen kann. Aber dadurch, dass keine Line of Sight gegeben ist, ist deutlich angenehmer. Wo bist du? SA-58 Maschka Boy! What the fuck? Bruder, der kam einfach von... Keine Ahnung, von vor 3 Wipes? Wer bist du denn jetzt? Ist das ein Cheater? Hä? Ist das ein Cheater? Ist das... Was? Aber hier ist noch jemand. Ich meine, noch einen Step gehört zu haben. Die Frage ist, wo? Connection-Probleme zum Server? Ist mein Rucksack noch da? Ja. Ich gerade einen Cheater gekillt? Ich weiß nicht, was das ist, aber... I don't know, eine SA-58 ohne Scope zu spielen? Mit Maschka-Helm, Raid-Backpack? Und Riggs zum Nachste... Das... Was passiert da? Was? Okay. Wird dann einfach der Skeff gewesen sein, alles klar. Aber wir haben trotzdem noch einen Shot tatsächlich gehabt in Richtung, Admin? Admin? Ja, ich glaube schon. Was bist du? Das ist halt kein Spieler, Lodot, das ist... Das hat er nicht gelootet in der Runde, keiner... Ich habe zu viele Spieler gekillt, das kann nicht sein. No way. Ich habe zu viele Spieler gekillt. Das darf nicht sein Gear sein. Das ist sein Lootrun einfach. Das ist einfach sein Lootrun, den er durchzieht. Na gut, macht ihn jetzt nicht unbedingt zu einem Cheater, aber das sieht halt extrem nach einem Cheater-Loadout aus. 68er Recoil? Was bist du? Warum bist du so? Impact Nade. What in the flying fuck? Ich bin echt maximal verwirrt gerade. Beziehungsweise nicht verwirrt, das ist glaube ich das falsche Wort, aber es ist einfach...
Was bin ich sehend? Was? Maybe auch einfach ein Streamer. Also, ganz stumpf gesagt, vielleicht ist es halt auch einfach ein Streamer, der halt das Gear spielen muss. Beziehungsweise gesponsert bekommen hat von seiner Community. Aber... Was sagt ihr? Ist das ein normales Loadout, was man hier lootet? What the f... Krank. Okay. Wir haben immer noch einen Spieler Richtung PTL. Läuft. Läuft. Und genau ungefähr jetzt bereue ich es, kein Mulesim dabei zu haben. Genau circa jetzt. Alright, auf dem Weg nach draußen ist jetzt nichts mehr passiert und das hat halt auch wirklich auch noch echt gut gedauert. 35 Minuten Raid-Time. Holy shit. 6 PMCs und der niedrigste war Level 20. Holy fuck, das war wirklich eine Lobby, die komplett stacked war mit Spielen, die richtig hart reingegrindet hatten. Und dann Kollege Nummer Fragezeichen. I don't know. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die AOG im Fullmod. Mein erster Eindruck, ja, der horizontale Recoil ist halt insane. Klar, aus der Hüfte geht absolut fit. Generell, die Fights auf Close Range gehen auch absolut fit. Aber so wie ein Gegner, sehr wahrscheinlich so ab 40 Meter auf Entfernung. Es wird dann echt kreativ, wenn man dann in den Full Spray geht. Mal schauen, ich werde das Ding noch auf jeden Fall weiter testen, werde sehr wahrscheinlich dann auch dementsprechend ein komplettes Modding-Guide dazu rausbringen, wie man sie am besten spielen kann. Guckt also auf jeden Fall, dass ihr dafür am Start seid, lasst also auf jeden Fall ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Dann verpasst ihr nichts und Glocke natürlich aktivieren. Ansonsten, Freunde, viel Spaß auf jeden Fall neuen Raids.